Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei LeoCraft. Vielen Dank für 25 Abonnenten an euch. Und als Dankeschön habe ich für euch eine neue Welt. Ihr seht, ich bin was ganz Neues. Ich bin mal im Survival-Modus. Das ist meine Welt, in der habe ich schon, ja, in der spiele ich schon eigentlich ein Jahr. Und heute kriegt ihr die aktuellste Version zum Download. Link dazu kommt in die Videobeschreibung. Ich weiß aber nicht, ob ich es heute Abend schon schaffe, die hochzuladen. Es kann auch sein, dass die erst morgen on kommt. Und dass dann der Link morgen auch erst in die Videobeschreibung kommt. Müsst ihr nach. Es ist eine große Stadt, beziehungsweise mehrere mit Schienen verknüpften Orte, wobei sich diese Linien, die hier sind, manuell bedient werden müssen. Das heißt, man muss hier schon an den Stationen durch der W-Taste weiter vorne hinfahren. Man fährt am Anfang eine Zeit lang rein. Das liegt daran, dass der Spawnpunkt dieser Welt ziemlich weit außerhalb ist. Und das ist zwar Absicht, das heißt, könnt ihr gerne ändern. Man fährt eine Zeit lang rein, deswegen sehen wir uns wieder, wenn wir am sogenannten Hauptbahnhof angekommen sind. So, nach 3 Minuten Aufnahmezeit, also bei mir sind 3 Minuten, keine Ahnung wie viel es euch ist, sind wir am Hauptbahnhof angekommen und ich cheat jetzt einfach mal mich hier durch. So. Das ist der Hauptbahnhof, ziemlich groß. Hier fahren Züge verschiedenster Arten in verschiedenste Richtungen, wie man sieht. Das ist die Großstadt und heute werden wir uns die gesamte Großstadt anschauen. Diesen Part, im nächsten Part, werden wir dann erste Trips nach außen machen zu den nächsten Dörfern. Man kommt hier an, hier gibt es einen Tunnel, da sind alle Linien verbunden, die es gibt, mit Ausnahme U-Bahn und Straßenbahn. Ziemlich auch U-Bahn und Straßenbahn. Die meisten Tunnel haben Namen, die stehen dann immer dran, also Innenstadttunnel, Rathaustunnel. Ich habe irgendeinen Effekt, oder? Einen Effekt? Nein. Ich meine, ich habe einen Effekt. Effekt. Na. Ja, ich hatte einen Effekt. Jetzt ist es dunkler. So. Wir fangen an, indem wir als erstes mal zu meinem Haus fahren, und zwar muss man dazu ganz vorne raus. Das sollte auch nicht so sein. Gut, dass ich das noch erkannt habe. So. Man geht, wie gesagt, hoch. Hier auf der kleinen Brücke sind dann Straßenbahn, U-Bahn und S-Bahn. Was die Farben bedeuten, erkläre ich euch dann bei Gelegenheit. Das sind die einzelnen Verkehrsmittel, die man nutzen kann. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Rathaus, wo mein bescheidenes Zuhause ist. Und man sieht hier die Stadt von unten ein bisschen. Hier rechts sind so ein paar Farmen. Das hier ist eher das erste Neubaugebiet hier unten mit diesen rosanen Dächern. Das erste, was ich dazu gebaut habe. Die ganze Welt ist nämlich in der Pocket Edition von Minecraft entstanden. Deswegen gibt es sie jetzt auch für Windows 10 Pocket und so weiter. Und, ja, hier jetzt Sandinsel. Das war mal eine Insel, habe ich jetzt geändert. Jetzt leckt es schon wieder ein bisschen. Macht nichts so viel. Erste einfache Bahnübergänge, der Zug wird nur abgebremst. So, ich steige jetzt hier mal auch aus. Ihr seht, es gibt Straßen- und Hausnummern. Und wenn hier ein bisschen lang geht, ein kleines Seechen zum Baden. Keine Ahnung, was ich da mal gedacht habe. Brunnen. Gut, warum in den Brunnen jetzt ausgerechnet Gleise führen? Ich war noch kleiner, als ich die Welt angefangen habe. Wobei, ein Jahr stimmt nicht. Auf dem PC spiele ich jetzt schon. Ja, ich spiele. Ist sie nicht 2, 3 Jahre? 2 Jahre, 3 Jahre. Okay, hängt's.
So. Jetzt geht's wieder. Gut. Hier ist meine bescheidene Behausung. So viel ist da drinnen nicht, ist ziemlich viel nicht gemacht worden. Da reinzukommen, ich sollte vielleicht einmal einen Holzknopf dran tun. Jetzt bin ich dran, sehr gut. Das war gedacht, dass da keine Villager reinkommen, aber könnt ihr selbstverständlich ändern. Braumaschinen, Lohnrouten müssen selbst gefahren werden, irgendwas. Da ist schon was drin, also gibt da ziemlich viel schon mitgeliefert. Alles, was ich mit der Zeit gefarmt habe. Oder erstellt habe, kriegt ihr jede Menge Zeugs. Damit denke ich, kommt ihr am Anfang zurecht. Ja, hier ein Wohnzimmer weiter oben dann. Hier ein Keller, der auch, glaube ich, nicht fertig geworden ist. Einfach ein leerer Raum. Dann hier auch weiterhin leere Räume mit teilweise hier mal was, da mal was. Bibliothek, Zaubertische sind da auch. Aber ich empfehle euch zum Zaubern woanders hinzugehen. Und hier oben ein, naja, so eine Art Gästezimmer. Schade, dass es hier in der Windows technisch noch kein Game Mode 3 gibt. Sonst könnte ich einfach mal schnell durchmogeln. So wird es ganz brav auf den Balkon gegangen. Und wir machen das jetzt so, dass wir Stadtmitte beginnen und arbeiten uns dann in die Randgebiete vor. Ja, so machen wir es. Also als allererstes zu den die drei Farben. Rot ist die Straßenbahn. Die könnt ihr nutzen. Damit kommt man aber nicht schnell voran. Blau ist die U-Bahn, die fährt unterirdisch. Und grün ist die S-Bahn, die fährt auch in weitere Dörfer weiter draußen. Wie gesagt, Straßenbahn hält öfters als U-Bahn. U-Bahn hält öfters als S-Bahn. So, wir nehmen jetzt eine U-Bahn. Und zwar die U2 Richtung Tempel. Also das ist alles gut ausgeschildert. Die älteren Stationen, die neueren Stationen haben hier am Stationsschild auch noch das Ziel der Linie, aber gut. Man sieht halbwegs. Gut, ich lade es jetzt gleich nochmal neu. Das ist so eine Sache bei der Welt, die muss man ab und zu mal neu laden. Mache ich schnell. Dann geht's gleich weiter. Zack. Interessant, dass die Minecon 2013 in Erlondo und das Enderman so, jetzt geht es wieder deutlich besser. Manchmal verirrt sich hier ein Villager rein, den kann man dann auch rausfinden. Nur das Gelb grün markiert, das heißt, falls mal irgendwas mal passieren soll, wir gleich eine Stadtmitte, eine Umsteigstation. So, ja. Es gibt so Wege, hier in der Mitte ist der alte Ortskern. Verschiedenen Gebäuden. So toll ist es nicht. Gut, machen wir mal das Wetter schnell auf K. Also gut, so viel ist da jetzt nicht interessant. Man kann ein bisschen mit Villager handeln. Interessanter wird eigentlich eher der Süden der Stadt. Dazu gehen wir hier ran und brauchen die Linie U1. Das ist sie. Hier ist U1. In die Richtung, also alle Linien mit Ausnahme, ich glaube, der U4 halten am Hauptbahnhof. Da schlafen man auch nicht. Aber ansonsten, jetzt fängt das schon wieder an. Ich habe auch eben erst neu geladen. So, hier Stadtfeld ist auch eine der größeren Umsteigestationen. Allerdings eher im regionalen Verkehr, also im Stadtverkehr. Es gibt irgendwo so Sachen, da kann man hauptsächlich in solchen Stationen öffentliche Öfen, in dem ist auch noch was drinnen, also man kann Glück haben, Händlerkisten, wegen Befehlsblock kriegt ihr nicht, also an das, was in den Enderkisten drin ist, kommt nicht. Steinmetze, gut, weil sie einfach da, weil sie einfach hier zur Dekoration rumstehen.
Wer nicht mehr weiß, was Steinmetze ist, geht mal in die Java-Version, in eine ältere Version. So, hier ist es ein bisschen komplizierter herauszufinden, da es ein riesiges Labyrinth ist. Und hier beginnt auch eher der Süden. Stadtfeld hat den, das ist der Stadtteil hier, der hat den Namen anhand dieses, ja, hier war, bevor das gebaut wird, war das alles begrünt. Und hier der Wald hat einfach dazu diesen Namen beigetragen. Mittlerweile ist der Name etwas zweckentfremdet und es verlaufen hier jede Menge Linien, weil es so nah am Hauptbahnhof ist. Gut. Nicht so. Wir geben uns jetzt aber eher Richtung Industriegebiet. Und das ist da unten. Und wie kommt man da hin? Ich würde sagen, wir nehmen eine Straßenbahn, die wird rot. Was Neues ist nicht dazu gekommen. Und zwar müssen wir nach Südvorstadt die Straßenbahn nehmen. So. Geht ein bisschen hier, verschlungene Pfade und so. Und wir steigen gleich an der ersten Station aus. Und den Rest laufen wir dann auch. So, hier ist auf jeden Fall ein Geschäft. Und zwar Uhrzeit, Sonnenaufgang. So, dann öffnet das Geschäft mal hier. Hier kann man sich verschiedenste Items kaufen. Ja, das stammt aus allen Anfangszeiten. Hier kann man sich auch was rausnehmen. Beziehungsweise, wenn man auf die Knöpfe drückt, kommt eine ganze Rüstung, oder? Yay, das war's. Irgend so was. Gut. Kann man dann hier bezahlen, muss man nicht, aber es wird nicht nachgefüllt. Das heißt, das muss man noch selbst machen. Das war so. Ja. Gleich gilt für automatisch bezahlen, muss halt immer jemand aufpassen, dass man da nichts rausnimmt. Wo es wie man will. Die Braumaschine ist nach dem Vorbild von iOS 100, aber ich glaube, sie so gut funktioniert. Also funktioniert deutlich besser. Das war auch meine Idee. So, interessant wird schon hier bei der Bibliothek. So, da ist ein Bibliothekar. Das kann ich beweisen. Okay, es ist ein Geistlicher. Gut, es ist ein Geistlicher, kein Bibliothekar. Oben sind Bücher. Nichts Besonderes. Interessanter ist eigentlich der Keller. Denn im Keller lagern auch Bücher und da geht es noch einmal nach unten und da unten lagern auch Bücher. Nein, da lagern nicht nur Bücher, das sind Zaubertische. Da könnt ihr stärkere Sachen hier bringen, aber so stark sind die auch noch nicht. Übrigens, die Zeichen kann man mal übersetzen, hat der YouTuber Spark of Phoenix mal rausgefunden. Eines der wenigen sinnvollen Videos von ihm, also finde ich. Hier geht es nach unten und dann nach oben und dann hat man hier den stärksten Zaubertisch. Gut. So. Mehr gibt es hier auch nicht. Dann. Tschüss, Geistlicher. Als nächstes müssen wir auf die andere Seite. Und zwar nehmen wir da die Bahn. Die fährt da vorne ab. Hellblau sind Schiffe, wobei das ist viel einfacher. Na, haben wir ein Schiff? Nee. Wir nehmen die U-Bahn. Wir nehmen wieder die U-Bahn. Um dorthin zu kommen, jetzt gehen wir nämlich ins südliche Industriegebiet. Die neueren U-Bahn-Linien haben immer eine Hauptlinie und eine Nebenlinie. In diesem Fall U4 und U41. Der U4, U5 und alles, was höher ist, hat es in der Regel. So, wir müssen aber in diese Richtung fahren, oder? Ja, Richtung Aufwiesen. Und das kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Hier dann gibt es solche Weichen. Da kann man dann auswählen, in welche Richtung man fährt. Und wir wollen nach U41 fahren. Die U41 ist in diesem Fall eine Ringlinie, aber das müsst ihr nicht wissen. Da ist mir aus Versehen mal TNT hochgegangen. Hab mir gedacht, findest du das gut ist. Gut, ich glaube, wir sind
Auheiden. Ich weiß jetzt nicht, ob es Auheide oder Auwiesen heißt, die Station. Ne, noch eine weiter. So. Und dann kann man in die Dunkelheit fahren. So. Hier sind wir. Jetzt muss man mal schauen, was rausgeht hier. Da muss ich selbst immer ein bisschen gucken. So, hier gibt es einen Weg und dann sind wir im. Hier sollte mal eine Fleischfabrik entstehen, aber dieses Projekt wurde dann auf Eis gelegt. Der erste Versuch, einen leuchtenden Bahnübergang zu bauen. Er funktioniert, glaube ich. Ich glaube, er funktioniert auch, wenn ich da als Warnleuchte Redstone genommen habe. Also, und dann ist hier, ja, naja, wie es in jeder größeren Stadt etwas außerhalb ist, ein Knasti für böse Villager. Da kann man auch mal reingehen. Ja, so sieht ein Knast für böse Villager aus. Ja. Bibliothekar. Wahrscheinlich. Der sitzt wegen schwarzer Magie drin. Gut, und wir sind hier so hier irgendwie für die Wärterchen. Und wir sind hier nicht in Deutschland, deswegen gibt es hier auch noch die Möglichkeit, dass der Kolben ist im Arsch. So, dass Villager hier reinkommen und wenn man hier öffnet. Wer glaubt es, da kommt Lava raus. Also nur für die bösen Villager. Für die wirklich bösen. Auf der anderen Seite nix. Irgendwie, keine Ahnung. Sicherheitstüren also doppelt versichert, verschlossen. Gut, dann kann man wieder raus. Da könnt ihr mal schauen, was die Villager handeln. Jo, und dann. Das haben wir. Die Forschungsstation. Hier drüben ist eine Forschungsstation. Gut. Naja, ist halt eine Forschungsstation. Aber eins können wir uns noch anschauen. Und zwar den Ort Neustadt, bevor wir dann zurückfahren und weitere Dörfer erkunden. Nadel, wir laufen. Bis zu dieser Station hier. Neustadt ist ein Ort, den ich nicht selbst gebaut, den ich selbst gebaut habe. Dementsprechend schaut er auch so aus. Das heißt, ich habe hier versucht, einfach ein Dorf hinzubauen. Es war das erste weitere Dorf. Beziehungsweise bis heute ist es eigentlich kein richtiges Dorf. Falls jemand selbst was bauen will, möglichst nah an den anderen Stationen hier, Neustadt, wäre eine Idee. Oder auch nicht. Was ist jetzt los? Gut. Kann mal passieren, dass sowas vorkommt. Das sind Programmierfehler. Die Windows 10 Edition ist ja noch nicht sehr neu, sehr alt. Das ist auch gut zu wissen. Spinnen werden mich tagsüber nicht. Bla bla bla. Oh, Schweine werden zu Zombie. Also so sieht das aus. Dunkelgrün, wenn man dabei ist, ist der Regionalzug. Das heißt, damit kommt man sehr schnell in sehr weiter entfernte Gebiete. Eine tolle Hauskonstruktion. Ich finde gar nicht mal so schlecht. Irgendwie Bahnhof, keine Ahnung, Bahnhofsgebäude mit Fahrkartenschaltern. Und hier ist auch gleichzeitig die Endstation der U-Bahn. Und wenn es hier weit, wohin es hier geht, das verrate ich euch im nächsten Part, wobei noch nicht hier jetzt schon fahren. Fahren jetzt schon mal hierhin bis zum Hauptbahnhof. Und nee, das erfahrt ihr im übernächsten Part. Im nächsten Part gehen wir auf. Haben wir noch Zeit? Im nächsten Part gehen wir erstmal auf den Tempel ein. Und auf weitere tolle Sachen. Da sieht man mal, das ist noch eine der langsamsten Regionalzüge. Sie erhält fast nirgends.
da schon die erste Station vorbei. Aber zurzeit, ich bin hier, die Welt ist ja im Fortschritt. Da wird regelmäßig dran rumgebaut. Deswegen ist die S2 gerade nicht vollständig befahrbar. Ist aber auch ausgeschildert. Die Stadt. Und dann ab. Bahnhof noch ganz hier. Die Aktivierung, die solltet ihr nicht aktivieren. Wir sind hier und ein Secret sage ich euch. Oder soll ich es euch sagen? Soll ich ein Secret sagen? Soll ich ein Secret sagen? Nee, ich sag's euch jetzt nicht. Die meisten haben es wahrscheinlich, ihr habt es jetzt gesehen. Oder ihr hättet es sehen können. Aber das Secret sage ich euch jetzt nicht. Hehe, ich bin schlau. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.